Sie lehnen die Schulmedizin ab und wollen Krebs und selbst Covid-19 mit alternativen Therapien heilen. Esoteriker und Wunderheiler sind in Zeiten von Corona auf dem Vormarsch. Ich habe mich gefragt, warum gerade jetzt so viele Menschen diesen Leuten vertrauen. Undercover begebe ich mich in die Hände eines solchen Heilers. Ich will wissen, wie er mit schwerkranken Patienten umgeht. Wird er mir Heilung versprechen? Und welche Methoden wird er dabei anwenden? Und ich will wissen, wie steht er zu Corona, der Schulmedizin und dem Staat? Ich habe gehört, dass seit dem Beginn der Pandemie viele alternative Heiler mit Corona-Leugnern, Reichsbürgern und rechten Gruppierungen gemeinsam gegen den Staat Front machen. Nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz. Was ist da dran? Meine Reise beginnt auf dem Kasseler Westfriedhof. Hier liegt meine ehemalige Freundin Claudia begraben. Claudia starb an Brustkrebs. Sie war überzeugt davon, dass Konflikte in ihrer Jugend den aggressiven Tumor entstehen ließen. In ihrer Verzweiflung hatte sie sich Mitte der 90er Jahre unter anderem an den alternativen Heiler Rieke Gerd Hamer gewandt. Der Arzt vertrat die Meinung, dass Krebs die Folge von unbewältigten psychischen Konflikten sei. Wenn diese gelöst würden, sei auch der Krebs geheilt. Dabei hielt er seine Patienten aktiv von schulmedizinischen Behandlungen ab, saß deshalb mehrfach im Gefängnis. Die Anzahl der Todesopfer schwankt je nach Quelle zwischen 80 und 500. Hamer, der die Schulmedizin als Judenmedizin bezeichnete, starb 2017 im norwegischen Exil. Seine Ideen aber sind immer noch populär. Es gibt etliche Webseiten, die ihn und seine Heilmethode, die sogenannte germanische Heilkunde, propagieren. Ich will wissen, gibt es noch viele Heiler, die seine Methode preisen, wie etwa hier bei einem Impfgegner-Stammtisch in Frankfurt? Im Zusammenhang mit Hamers Thesen stoße ich im Netz auf einen Mann, der sich auf seinem YouTube-Kanal als Hamer-Fan outet und ihn als Justizopfer darstellt. Wie er lehnt er die Schulmedizin ab. Der Mann heißt Bernd Joschko. Er behauptet, wie Hamer, dass sich beispielsweise Brustkrebs von selbst heilen lässt, ganz ohne klassische Therapie, so wie es sich Claudia vielleicht erhofft hatte. Für seine Therapie macht Joschko Werbung im Netz. In sogenannten Sessions sollen Krebskranke zusammen mit ihm ihre Konflikte erkennen und bearbeiten. Dann, so Joschkos Theorie, würde der Krebs gestoppt oder sogar ganz verschwinden. Seine Sessions nimmt er mit der Kamera auf und stellt sie auf YouTube. In einem seiner Videos erfahre ich, dass Joschko in Mittelhessen ein Institut hat, in dem er auch Krebskranke behandelt. Was soll das für eine Methode sein, die das kann? Ich beschließe, mich als Patient auszugeben und denke mir eine Fake-Biografie aus. Also ich habe mir überlegt, ich bin krebskrank und soll auf Anraten der Ärzte eine Chemo machen, habe aber schreckliche Angst davor. Meine Schwester, die Heilpraktikerin ist, hat mir empfohlen, zu Bernd Joschko zu gehen. Und da ich ja auch einen inneren Konflikt brauche, werde ich ihm erzählen, dass ich als Kind von meinem Nachbarn missbraucht worden bin. Am nächsten Tag rufe ich im Institut an. Ich erzähle, dass ich Krebs habe und mich von Bernd Joschko therapieren lassen möchte. Sofort bekomme ich 3 Termine à 2 Stunden, Kosten pro Termin 230 Euro. Einige Tage später ist es soweit. Ich verwandle mich in einen Mann, der schwer krank ist und sich hilfesuchend an einen Heiler wendet. Mein Name ist Christian Hartmann und ich habe Lungenkrebs. Um alles dokumentieren zu können, habe ich mich mit versteckten Kameras ausgestattet. Dann geht es los. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich jetzt schon und hoffe, dass meine Technik auch funktioniert, dass die Kameras auch das aufnehmen, was sie aufnehmen sollen.
Nach 2 Stunden Fahrt erreiche ich Bischofen, ein Dörfchen etwa 20 Kilometer südwestlich von Marburg. Ich komme wie vereinbart pünktlich um 14 Uhr an Bernd Joschkos Synergetik-Institut an. Hallo? Das Haus scheint vollkommen leer. Ich gehe hinein und gelange in einen Empfangsbereich. Wieder rufe ich. Wieder keine Antwort. Auch hier niemand. Mir fällt ein Regal auf, in dem sich Patienten von Joschko Bücher herausnehmen dürfen. Eines davon, ein Buch, das die Wirksamkeit von Chemotherapien anzweifelt. Dann geht plötzlich ein Licht an. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich bin der Bernd. Hallo, ich bin der Christian Hartmann. Masken, wie ist es damit? Muss ich die anziehen? Nee, wir sind ja alle gesund. Zum Glück bin ich 2-mal geimpft. Joschko führt mich durch mehrere Flure in den Keller des riesigen Hauses, bis wir diesen Therapieraum erreichen. Ich erkläre Joschko zunächst den Grund meines Besuchs. Also, ich habe Lungenkrebs und, naja, ich bin so ein bisschen, also es steht eigentlich jetzt in 3-4 Wochen eine Chemo an. Da schauen Sie jetzt ein bisschen skeptisch. Ja. Ja, und das verunsichert mich halt mit der Chemo. Ich bin völlig gegen Chemotherapie, weil ich kann mir das leisten. Ich bin kein Arzt, ich habe keinen Heilpraktikerschein. Ich darf so eine Meinung haben, das ist das Schöne daran. Weil es ist ja schon gegen die Schulmedizin gerichtet. Und das war immer schon meine Haltung. Weil ich halte ja die Leute aktiv von der Schulmedizin weg. Ich sag dir ja um Gottes Willen ja nicht. Wobei ich dir sage, du entscheidest, ich kann dir nur meine Meinung sagen. Ich halte die Leute aktiv davon ab, wenn sie sich einlassen. Weil deine Psyche verändert sich völlig, wenn du Chemo machst. Durch die Chemo verändert sich meine Psyche? Ja, aber wir kommen da nicht mehr ran an die Bilder. Das ist alles verklebt. Du siehst bei Krebs kaum innere Bilder. Das hat kaum noch Gefühle. Deine kognitiven Fähigkeiten werden reduziert. Also grundsätzlich kann ich nur sagen, ich heile dich nicht, denn du heilst dich. Ich zeig dir, wie es geht. Ich kann das. Also ich habe das Wissen dazu, aber du musst selbst das hinkriegen. Und damit bleibt die Verantwortung 100% bei dir. Das ist entscheidend. Und deshalb sage ich natürlich, Chemo ist völlig daneben, aber du entscheidest. Und damit habe ich auch keinerlei Verantwortung. Wie vielen Menschen haben Sie eigentlich schon geholfen, so mit Krebsdiagnose? Tausenden. Tausenden Patienten, die hier waren? Naja, vielleicht 1000. Also Sessions habe ich, habe mal durchgezählt, so 10.000 gemacht. Die haben dann ohne Chemo mit ihrem Krebs überlebt? Ja klar, nee, sonst wären wir ja Scharlatane. Ne? Dann erklärt mir Joschko, dass mein Krebs durch persönliche Konflikte in meiner Vergangenheit entstanden sein muss. Und wenn ich mit Ihrer Hilfe quasi diese Konflikte erkenne und bearbeite, dann hat sozusagen im besten Fall mein Lungentumor schlechte Karten. Na, im besten Fall wird dein Immunsystem so gut oder dein System wird so gut, dass der Krebs wieder zurückgeht und sich auflöst. Dann geht es los. Joschko fordert mich auf, aus einer Holzkiste ein Tuch zu nehmen und mir damit die Augen zu verbinden. Dann spielt er Entspannungsmusik ab und liest mir einen Text vor, der mich in einen ruhigen Gemütszustand versetzen soll. Schließlich fordert er mich auf, in meiner Fantasie in einen Keller zu gehen und dort eine Tür zu öffnen. Dann mach das jetzt mal und öffne die Tür. Und beschreib mir mal, was du wahrnimmst und wie dieser Raum aussieht. Ich erzähle ihm, dass in dem düsteren Kellerraum ein etwa 8-jähriges Kind einsam in seinem Bett liegt. Das Kind sei ich. Gut, dann machen wir Folgendes. Du, jetzt, heute, du gehst einfach mal hin. Zu dir mit 7, 8 Jahren.
Kannst dir sagen, hallo Christian, ich bin gekommen, aus der Zukunft komme ich. Ich wollte mal gucken, wie es dir geht, weil das, was mir auffällt, ist, er hat Angst vor der Welt. Und Angst ist ja der Hintergrund, dieser allgemeine Hintergrund von Lungenkrebs, immer. Nun fordert mich Joschko auf, den kleinen Jungen in meiner Fantasie an die Hand zu nehmen und mit ihm das Haus zu verlassen. Das tue ich. Dann schildere ich ihm, wie wir ängstlich vor dem Nachbarhaus stehen bleiben. Ich denke, ich will gar nicht mit ihm da rein. Du solltest wissen, wenn du nicht reingehst, das Ereignis ist sowieso schon passiert. Es ist abgespeichert. Das heißt also, wenn du aber reingehst, könntest du das Ereignis entschärfen, wie eine Bombe, die entschärft wird. Und wenn du es nicht entschärfst, trägt das ständig dazu bei, dass dieser Tumor in deiner Lunge wächst. Das ist ja Angst. Also, wenn du die Angst entschärfst, gibt es eine Harmonie, gibt es eine Entspannung. Das ist auch diese Arbeit, diese Selbstheilungsarbeit. Also stelle ich mir vor, wie ich in das Haus gehe und schildere Joschko schließlich, wie der Nachbar mich als Kind in ein Zimmer zerrt und mir dabei den Mund zuhält. Tja, der hat er dich missbraucht, ne? Dann ist die Sitzung fast zu Ende. Lass uns noch eins machen. Nimm den Schlagstock und zerstör die Bilder. Ich spiele mal Feuer ein und du schmeißt die Bilder ins Feuer. Dann transformieren die sich und werden schwächer. Was soll ich machen? Also dich aufsetzen und dann diese Bilder, wo er diesen kleinen Jungen da von hinten nimmt. Ihn erschlagen, den Typen, der das gemacht hat. Zerschlagen. Du musst ihn umbringen. Ich spiele mal Feuer ein. Und dann schmeißt du die Bilder ins Feuer. Das hilft immer sehr. Den Typen, der das macht, schmeißt du ins Feuer. Ich fühle mich extrem unwohl und frage mich, worauf das eigentlich alles hinausläuft. Und du hast sofort gesehen, in der Symbolebene ist dein Bett und der Rest war dunkel und Angst und du hast sofort die Kindheit erlebt mit diesem Ereignis und das ist der Hintergrund von deinem Lungenkrebs. Und wenn du das alles auflöst, das kann man auflösen, gibt's keinen Grund mehr, warum der da ist und dann fällt er in sich zusammen oder geht oder löst sich auf oder was auch immer. Und dann könnte ich mir möglicherweise meine Chemo sparen? Richtig und genau das sage ich schon seit 20 Jahren. Doch noch sei die Therapie nicht zu Ende, erklärt mir Joschko zum Abschluss. Es gäbe noch weitere Auslöser für meinen Krebs. Die müssten noch gefunden werden. Und am besten gleich in der nächsten Sitzung. Ich finde es erstaunlich, dass es in Deutschland rund 15.000 alternative Heiler geben soll. Der Bedarf scheint offenbar groß zu sein. Ist vielleicht doch etwas dran an ihren Methoden? Bei meiner Recherche stoße ich auf Professor Edzard Ernst. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich alternativmedizinischer Anwendungen. Vom Handauflegen über Chakrentherapie bis hin zu Selbstheilungsritualen. Heute habe ich mich per Skype mit Professor Ernst verabredet. Der in England lebende Mediziner hat in den vergangenen 30 Jahren hunderte Studien und zahllose esoterische Methoden unter die Lupe genommen. Und wenn man das ehrlich und rigoros macht, dann kommt man eben zu keinem positiven Ergebnis. Das heißt, die Erfolge solcher Maßnahmen begründen sich auf Placebo und ähnlichen unspezifischen Effekten. Ein spezifischer therapeutischer Effekt liegt nicht vor. Ich erzähle Professor Ernst auch von meiner Therapiesitzung und Bernd Joschkos These, dass man Krebs durch die Lösung von Konflikten selbst heilen kann. Ja, das ist ein allbekannter Schwachsinn. Krebs entsteht nicht durch seelische Konflikte. Das ist, wird zwar oft behauptet, ist aber nicht wahr. Und Krebs kann nicht beseitigt werden, indem man seelische Konflikte bearbeitet. Und Patienten abraten, eine ordentliche Therapie zu bekommen, ist ganz einfach kriminell. Die gehören nicht nur weg von der Praxis, die gehören ins Gefängnis. Bei ihm habe ich allerdings den Eindruck, der glaubt auch noch daran, was er da so erzählt. Ist das jetzt ein Einzelfall oder findet sich das auch immer wieder? Es gibt in der Charlatanerie zwei Kategorien. Die einen, die einem einfach nur behumsen,
Man möchte meinen, dass die gefährlicheren sind. Ist aber nicht so. Die sich selber behumst haben und daran glauben, sind viel gefährlicher, weil die überzeugend rüberkommen, den Patienten überzeugen und insofern viel mehr Schaden anrichten. Die Krebserkrankung wird schlimmer. Letztlich gehen meistens dann die Patienten doch zu einem Onkologen, wo ein fortgeschrittener Krebs festgestellt wird und festgestellt wird, dass wertvolle Zeit verloren gegangen ist, diesen Krebs zu behandeln. Und in vielen Fällen bezahlen die Patienten das nicht nur teuer mit Geld, sondern mit ihrem Leben. Auf der Fahrt zu meiner zweiten Sitzung stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich tatsächlich Krebs hätte und meine ganze Hoffnung in die Therapie von Bernd Joschko gelegt hätte. Pünktlich um 14 Uhr komme ich an und werde von Joschko auch gleich in Empfang genommen. Hallo, ich grüße Sie. Bevor die Sitzung beginnt, will ich von Joschko wissen, wie er zu dem mehrfach verurteilten Pseudoheiler und Antisemiten Rieke Gerd Hamer steht. Der Hamer ist derjenige, der gesagt hat, dass dem Krebs ein Schockzustand vorhergeht. Das ist schon der Hamer, der das rausgefunden hat. Der ist ziemlich verfolgt worden, weil der hat ganz klar gesagt, die Schulmedizin bringt die Leute zu Tausenden um mit der Chemotherapie. Da hat er wahrscheinlich nicht Unrecht. Der hat die Approbation abgenommen bekommen. Der ist fertig gemacht worden. Warum? Naja, weil ein Arzt nicht seine Meinung haben darf. Der widerspricht komplett der Schulmedizin. Aber er ist kein Scharlatan gewesen. Das, was er gefunden hat, stimmt, aber man hat ihn so bezeichnet. Na klar, Schulmedizin hat immer recht und von daher gesehen ist er ein Scharlatan. Natürlich. Aber er war jetzt kein Antisemit. Nein, natürlich nicht. Aber er hat so Sachen gebracht wie in Israel, haben sie kapiert, was er macht. Und deshalb ist die Todeszahl in Israel ganz niedrig, weil die machen kaum eine Chemo. Und das wurde aber nicht verbreitet, damit die Deutschen damit bestraft werden. Aber der hat das halt sehr ungeschickt vermarktet und hat sich gegen die ganze Schulmedizin gestellt. Dann geht es los. Wieder soll ich mir die Augen verbinden und mich auf die Matratze legen. Wieder soll ich mir vorstellen, wie ich in den Keller gehe und vor einer Kellertür stehen bleibe. Bist du bereit, sie zu öffnen? Ja. Gut, dann öffne sie jetzt. Joschko hatte mir am Ende der ersten Sitzung den Hinweis gegeben, dass das Maskentragen auch ein Grund für die Entstehung meines Tumors sein könnte. Meint er das tatsächlich ernst? Ich will das wissen und versuche deshalb, unsere Session in diese Richtung zu lenken. Die Luft ist ein bisschen so stickig. Es ist vom Atmen her nicht so gut. Naja, es könnte wieder der Situation selbst ähnlich sein wie mit den Masken, die du seit einem Jahr tragen musst. Da kannst du ja auch nicht mehr so richtig atmen. Ist ein bisschen stickiger. Ich beschreibe ihm auch noch, wie das Maskentragen mich einschränke und wütend macht. Das heißt, diese ganze Wut, die du in dich reingefressen hast, ist irgendwie so ein bisschen in den Tumor reingegangen. Könnte man ja so übersetzen. Heißt es ja auch psychosomatisch, denn wenn du die Wut runterschluckst, dann schädigst du eigentlich dich selbst. Ich bin eh der Auffassung, dass in Zukunft die Lungenkrebsrate steigen wird. Weil das geht ja ganz vielen Menschen so. Die haben ja Wut ohne Ende und können nichts machen. Und die Medien pushen nichts anderes wie die Angst von morgens bis abends. Deshalb habe ich ja was gegen die Medien, weil die sind verdammt einseitig. Die sind in meinen Augen schon bösartig einseitig, weil du nur bestimmte Meinungen hörst in den Medien. Andere alternative Meinungen haben keine Chance in den Medien. Also von daher, wenn ich mir das so angucke, ich halte das für eine Verschwörung, wenn du so willst. Die sind alle einfach gleichgeschaltet. Ich erzähle ihm, dass ich trotzdem unsicher bin, wie gefährlich das Virus wirklich ist. Joschko fordert mich deshalb auf, in meiner Fantasie mit dem Virus zu sprechen. Ja, frag mal, muss ich Angst haben vor dir? Bist du mir gefährlich? Kannst du mir was tun? Guck mal, wie das Virus reagiert. Muss ich Angst vor dir haben, Virus? Ich spüre so eine Ausstrahlung von dem Virus.
Das sagt mir sowas wie, es kommt auf dich selber an, ob du Angst haben musst. Die Antwort gefällt Joschko offenbar nicht. Deshalb hilft er mir auf die Sprünge. Okay, 99% der Leute, die haben da gar keinen Schaden, die merken es gar nicht. Nur 1% hat irgendwie einen Schaden oder wird ernsthaft krank oder 1% wird sterben. Ich weiß es gar nicht, es ist minimal. Es ist auch ein ganz kleiner Anteil nur. Und dieser Anteil ist ja auch die Frage, ob die nicht sowieso sterben würden, weil das Immunsystem schwach ist, weil die einfach krank sind. Und wir werden alle gezwungen, im Moment nicht so richtig zu atmen. Das ist natürlich ein Stückchen in Richtung Tod. Aber was hat das mit meinem Krebs zu tun? Lungenkrebs ist Todesangstkonflikt. Und wenn du dich anschaust, du bist seit einem Dreivierteljahr in der Richtung natürlich betroffen. Und auch mit dem Atmen, du weißt nicht, wie die Welt sich entwickelt. Das ist ja wie eine Vergewaltigung letztlich. Der Virus macht ja fast dasselbe. Er schränkt dich so ein im Leben, dass du nicht mehr leben kannst. Das nächste ist die Impfung jetzt. Ja, die Frage ist nur, ob die Impfung deine Angst reduziert oder verstärkt. Weil wenn du Angst vor der Impfung hast und lässt dich impfen, dann wird die Angst größer. Das wäre nicht optimal, ne? Das heißt jetzt, je weniger ich von diesen Ängsten habe, umso schneller geht mein Tumor auch zurück. Richtig, also wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, ich will keinen Impfstoff haben. Ich will jemanden haben mit Corona. Ich will mich anstecken, damit ich meine Ruhe habe. Also das ist ja wie ein Update. Mein Immunsystem macht ein Update und kommt dann mit dem Virus klar. Und wenn es eine Mutante gibt, dann würde ich sagen, ich hätte gerne bitte die Mutante. Dann ist mein Update wieder fit. Das ist normal, das ist Evolution. Das ist Millionen von Jahren. Das haben wir ewig schon gemacht. Auch nicht impfen, oder? Nein, natürlich nicht. Wofür denn? Ich weiß ja nicht, was drinsteckt. Und ich vermute mal, dass diese Impfung mich mehr krank macht wie das Virus. Und wenn du dich impfen lässt, würde deine Angst stärker. Das ist schon richtig. Und deshalb solltest du es nicht machen, völlig klar. Dann lass uns doch mal diese Bilder zerstören. Ja. Weil da geht es noch ein bisschen tiefer, nachhaltiger. Also die Bilder, dass du dich impfen musst, dass dieser Virus dir böse kann, dann haust du mal die Behörden tot oder was auch immer, ne? Die Wut mal rauslassen. Mit was denn? Hast du wieder diesen Schlauch? Ja, ja, der ist direkt neben dir, weil da kannst du was tun, ne? Dann auf die Behörden. Ja, auf die Behörden, richtig, zum Beispiel. Auf diese blöden Maskenträger, die ganzen Idiotenpolitiker. Mach sie alle platt, schmeiß sie ins Feuer, ich geb dir Feuer dazu. Ja. Die sollen brennen, die Politiker. Ja, genau. Aber welche Politiker? Ist das egal? Völlig egal. Nimm dir irgendwelche, die das machen. Die Merkel oder kannst ja den Bill Gates umbringen, wie sie alle heißen, die da ständig für das Impfen Werbung machen. Schlagen statt Chemo. Ja, was tun können, ist immer besser, wenn nichts tun. Allein deshalb ist die Chemo schon scheiße, weil du legst dich dahin, kannst nichts tun, kriegst das Zeug in die Adern gepumpt, deine Haare fallen aus und dann bist du das Opfer. Und wenn du sagst, nein, ich tu was, das ist prinzipiell eigentlich besser. Ich sei auf einem guten Weg, erklärt mir Bernd Joschko beim Hinausgehen. An diesem Tag ahne ich noch nicht, dass mich Joschko bei meiner letzten Sitzung mit meinem eigenen Tod konfrontieren wird. Mir fehlen im Augenblick, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen die Worte. Ich habe heute gelernt, dass Rieke Gerd Hamer alles andere als ein Antisemit sei. Doch ein ganz netter Mann, der verfolgt wurde, der gute Ideen hatte. Ich habe gelernt, was meinen Lungenkrebs angeht, dass die Gründe zu 50% in meiner Kindheit, zu 20% an der Maske, zu 20% an der bevorstehenden Impfung liegen und überhaupt an dem System. Und ja, dass ich am Schluss dann noch sozusagen aufgefordert wurde, auf alle Politiker zu schlagen, die dran schuld sind. Das war dann so die bizarre Krönung der ganzen Geschichte. Wut und Hetze gegen Politiker, die waren mir bereits vor einem halben Jahr aufgefallen, als ich über Querdenker-Demos in Frankfurt berichtete. Auch hier traf ich immer wieder auf Esoteriker, die gegen Politiker mobil machten, allerdings weitgehend friedlich. Dass es auch anders, aggressiver geht, zeigt die Heilpraktikerin Tamara K.
Schon vor Corona trat sie bei Gelbwesten-Demos auf, um gegen die Bundesregierung zu protestieren. Bekannt wurde sie, als sie am 29. August 2020 in Berlin zum Sturm auf den Reichstag aufrief. Wir alle hier sind und wir gehen da drauf und holen uns heute, hier und jetzt unser Haus zurück. Wir haben gewonnen! Wow, sie gehen! Das ist Wahnsinn! Diese Szenen, die von einem Querdenker gefilmt wurden, gingen um die Welt. Corona-Leugner, Heilpraktiker, Esoteriker und rechtsnationale Reichsbürger vereint gegen den verhassten Staat. Ein Einzelfall? Ich besuche die Sozialwissenschaftlerin Nora Pösel. Sie untersucht das Phänomen schon seit einigen Jahren, vor allem in den sozialen Medien. Hier an der Bochumer Ruhr-Universität versucht sie herauszufinden, ob und wenn ja, wie sich Esoteriker, Wissenschaftsleugner und rechte Ideologen virtuell im Netz verbinden. Social-Media-Plattformen wie YouTube oder Twitter sind besonders beliebt, aber auch der von Esoterikern und rechten Ideologen gern genutzte Messenger-Dienst Telegram. Mit Hilfe von speziellen Suchprogrammen hat Nora Pösel einige dieser Plattformen über Monate analysiert. Und sie hat ausgewertet, wie häufig bestimmte Schlagworte wie etwa Fake-Medizin, Masken oder Impfzwang geteilt wurden. Im Grunde ist im Moment das zentrale Thema die Impfpflicht. Damit kriegen sie sehr, sehr viele besorgte Eltern, auch da, indem sie Ängste schüren. Ne? Also indem sie, oder auch junge Frauen, indem sie zum Beispiel sagen, es macht unfruchtbar und so weiter. Und das ist wirklich eine Angst, die dann eben genutzt wird und die instrumentalisiert wird auch teilweise. Und dadurch, über dieses Angstmachen, kriegt man dann eben Leute in diese Bubble. Esoteriker und rechte Ideologen, im Netz tummeln sie sich schon seit vielen Jahren, erzählt mir Nora Pösel. Allerdings seien diese Gruppen vor Corona nicht wirklich vernetzt gewesen. Durch Covid gab es jetzt so eine gemeinsame Verschwörungserzählung, an die sich eben auch geklammert wurde und weswegen halt auch Gruppen zusammengewachsen sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit die Gefahr, dass dadurch jetzt ganz viele Leute in Austausch gekommen sind, die vorher immer in der Peripherie waren und sich da jetzt quasi so ein Konglomerat bildet, wo natürlich dann auch viel Austausch entsteht in diesen Netzwerken und sich diese Verschwörungstheorien jetzt auch gegenseitig befeuern nochmal. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Inwiefern korrelieren Homöopathie und Esoterik mit Extrempositionen im Netz? Also es besteht in jedem Fall die Gefahr eben von Homöopathie oder der Beschäftigung mit alternativen Heilmethoden in Spektren zu kommen, wo sehr schnell auch dann Verschwörungstheorien mit reinkommen. Und das wird eben durch diese Netzwerkeffekte noch sehr, sehr stark verstärkt im Grunde. Und das funktioniert natürlich sowohl in rechten Ideologien, wo es dann eben ja, die MigrantInnen sind oder sonst was, während das bei den Esoterikern oder in der Alternativmedizin ist, eben die böse Pharmaindustrie oder eben die konventionelle Medizin. Das heißt, da haben wir eine Parallele irgendwie, diesen gut-böse Dualismus, dass man immer ein Sündenbock-Prinzip hat. Gleichzeitig eben diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die in all diesen Bereichen da drin ist, die sich natürlich dann durch diese Netzwerkeffekte noch verstärkt. Sind die zunehmenden Vernetzungen von Esoterikern, Wissenschaftsleugnern und rechten Ideologen eine Gefahr für unsere Gesellschaft, will ich von Nora Pösel wissen. Ja, natürlich, weil das ist die Hauptmobilisierungsplattform erstmal. So diese ganze die Bewegung auf der Straße, das ist ja nur wirklich eine ganz kleine Spitze des Eisbergs der Leute, die sich da gerade radikalisieren. Und das müssen wir halt auf dem Schirm haben. Das ist wichtig zu merken, dass halt, wenn 40.000 Leute auf die Straße gehen, dass das immer noch vielleicht 5% sind von den Leuten, die wirklich auch in diesem ideologischen Weltbild vielleicht schon hängen. Das sind Gruppen, die haben teilweise 500.000 Follower und eben diese Leute sind seit Jahren da und sie werden mehr und sie werden nicht wieder weggehen von alleine. Bevor ich von Nora Pösel weggehe, will ich ihr noch von meinen Erlebnissen mit Bernd Joschko erzählen. Ich zeige ihr ein paar Ausschnitte meiner Sitzungen, will von ihr wissen, wie sie diesen Mann einschätzt. Ist er ein typisches Beispiel für so esoterische Heiler, die dann auch zu politischen Akteuren werden? Ja, in jedem Fall. Also beziehungsweise zumindest, dass sie da eine politische Heimat jetzt finden. Und dass sie sich auch weiter natürlich von demokratischen Richtlinien und eben auch von sowas wie vielleicht einem wissenschaftlichen Konsens distanzieren. Weil es eben sowieso ihrer Weltanschauung nicht entspricht.
Dass Bernd Joschko seine Weltanschauung nicht nur in seinen Sessions publik macht, sondern seit Corona auch politisch aktiv zu sein scheint, erfahre ich, als ich im Netz auf Videos stoße, die ihn bei gemeinsamen Auftritten mit Corona-Leugnern wie dem ehemaligen Krankenpfleger und Geschäftsmann Lothar Hirneise zeigen. Also muss man gucken, Hirneise ist Gründer der Vereinigung IBAM, ein Kürzel für Ich bin anderer Meinung. Eine Gruppe, die Verschwörungstheorien verbreitet und Corona verharmlost. Bernd Joschko hat vor fast 40 Jahren ist es her, das erste synergetische Therapiezentrum in Deutschland aufgebaut. Hirneise ist auch sonst kein unbeschriebenes Blatt. In Talkshows mit Corona-Leugner Ken Jebsen, dessen Plattform vom Verfassungsschutz beobachtet wird, macht Hirneise Stimmung gegen Impfen und Chemotherapien. Wir spenden hier unser, Anführungsstriche, hart verdientes Geld, weil wir denken, wir helfen Kindern in Afrika und es wird ausgegeben für krankmachende Impfstoffe, für Chemotherapien, die Menschen werden gekillt und ich sag's knallhart, kein Schwein interessiert's. Hirneise und Joschko kennen sich schon lange. Vor allem die Ablehnung der Schulmedizin eint die beiden. Dann empfehle ich Ihnen, gehen Sie auf unsere Seite mit den Experten. Dort können Sie unter Bernd Joschko einen Link finden, in dem 150 dokumentierte Sitzungen nachzulesen sind. Und dann werden Sie viel besser verstehen, um was es hier geht und wie genial Bernd Joschko ist. Ich treffe Bernd Joschko heute zu meiner dritten Sitzung. Wie immer bin ich ziemlich angespannt. Bevor ich mich wieder auf die Matte legen soll, will ich von ihm wissen, was es mit seinem langjährigen Freund Lothar Hirneise und dem gemeinsamen Engagement bei IBAM auf sich hat. Ja, das war vor einem Jahr so ein bisschen die Initiative. Da hat sich die Basis gegründet und der Widerstand 2020. Und da kam so ein bisschen was wie ein Gang. Und da hat der Hirneise auch mitgemacht und dann hat der IBAN gegründet. Ich bin anderer Meinung. Also das heißt ja nichts anderes als ich bin anderer Meinung als der Mainstream. Kurzgetaktete Leute, die denken halt anders und die sind halt nicht so angstbesetzt. Es gibt ja ganz viele Leute, die sehen, es viel entspannter. Einfach alle Menschen, die ein bisschen anders denken, sind halt Randgruppe. Die werden ein bisschen in die rechte Ecke geschoben, also das ist Schwachsinn. Naja, als ob die überhaupt eine Chance kriegen, sichtbar zu werden. Die werden ja schon fertig gemacht, von daher, es gibt keine Alternative. Es gibt noch die AfD, die Opposition macht. Naja, das ist ja nicht schlecht, aber die werden ja ständig fertig gemacht, egal aus welcher Richtung. Völlig einseitig dargestellt. Man braucht ja nur mal zu zählen, wie häufig sind sie im Fernsehen und wie häufig sind die Kommentare. Die sind ja zu 97% immer negativ. Also das ist eine einseitige Propaganda gegen die AfD, weshalb viele Leute Angst haben vor der AfD. Die AfD ist eine Schmuddelpartei, die Rechten. Wir haben da keine Chance. Also mich erstaunt eigentlich eher, dass die Bevölkerung so dumm ist. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war das ein Intelligenztest. Die meisten sind dumm. Der Mainstream schießt sich aufeinander ein. Der selektiert Leute aus. Das wird dann einseitig berichtet. Und plötzlich etabliert sich was. Das haben wir jetzt 1,5 Jahre perfekt sehen können. Meine letzte Session beginnt. Ich spüre, wie ich mich wieder erwarten, langsam entspannen kann. Und mich irgendwie gut und stark fühle. Ein letztes Mal soll ich zu Beginn der Session die ominöse Kellertür öffnen. Jetzt beschreib mal, was du wahrnimmst. Wie so ein Fitnessgerät sehe ich. So ein großes. Das wabert so im Raum. Eigentlich ist es schon klar. Deine Psyche sagt, da ist ein Fitnessgerät, mach dich fit. Ja klar, das ist ja auch logisch. Das heißt, wir haben ja Lungentumor auf die Tür geschrieben. Und dann gehst du rein, mach dich fit. Also klarer Hinweis. Mach dich so mental fit, heißt es ja. Überwinde deine Ängste, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Informier dich, lass dich nicht unterkriegen. Lungenkrebs ist nichts Bösartiges, was vom Himmel fällt. Und da kannst du nichts ändern, sondern es ist ein Ausdruck deiner Angst, die ist ja auch da gewesen. Dann fordert mich Joschko auf, den Tod in meinen Fantasieraum zu holen. Ja, dann frag mal ganz direkt nach einer Chemotherapie. Der Arzt sagt, da gibt es eine Chemotherapie, logisch, er kennt ja nichts anderes. Tut sie mir gut, ja oder nein? Was meinst du, Tod? Tut mir die Chemotherapie gut oder nicht gut?
Das sind auf jeden Fall, das sind Zellgifte. Ja, dann frag, holst du mich dann früher oder später? Holst du mich dann früher oder später? Da antwortet er nicht drauf. Der ist Experte, der hat Tausende, Millionen von Leuten geholt oder nicht geholt. Mit Chemo oder ohne Chemo, das weiß er. Also frag ihn. Holst du mich früher oder später? Wenn du stark bist und an dich glaubst, dann könntest du das überleben, sagt er. Also hängt das nicht von dem Zellgift ab, sondern ob du stark bist und an dich glaubst? Ja. Ja, Aber der Tod scheint dich jetzt nicht holen zu wollen unbedingt. Frag ihn doch mal ganz direkt, steht es so dringend an? Also stehe ich schon auf der Liste, wartest du schon ungeduldig? Tod, wartest du schon ungeduldig auf mich? Er sagt, glaub an dich selbst, dann wirst du eine Antwort bekommen. Aber wenn du da so schön klar bist, dann bist du ziemlich frei davon. Tja. Dann hast du aus meiner Erfahrung heraus gesehen sehr gute Chancen. Ja, das heißt also, wenn du... Also, du sagst mir ja nicht, was ich machen soll. Das kann ich ja nicht. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, soll ich meinen Weg gehen für mich oder soll ich eine Chemo machen? Also, ich bin 100% gegen Chemo, ne? Von daher ist jeder andere Weg wahrscheinlich mit Sicherheit risikoarmer. Ich vermute, genau an diesem Punkt wollte mich Joschko haben. Ja, dann werde ich auf mich vertrauen und nicht auf die Chemo, glaube ich. Ich halte dich für sehr intelligent. Am Ende der Sitzung geht mir eine Frage nicht aus dem Kopf. Wäre ich ein krebskranker, verzweifelt nach Hilfe suchender Mensch gewesen? Wäre auch ich anfällig für diese Art der Zuwendung, so wie meine Freundin Claudia es war? Dieser Mann weiß nicht, wie krank ich bin, wie krank ich wäre, weil ich bin ja nicht wirklich krebskrank. Das hat ihn auch gar nicht interessiert. Ich finde das in hohem Maße verantwortungslos und das ist schockierend. Und ich wünsche keinem, dass er in seiner Not, wenn sie wirklich real ist und keine gespielte Not ist, wie ich sie eigentlich nur habe, in die Hände solch eines Menschen kommt, der letztlich ja seine Patienten oder Mandanten, wie er sie nennt, auch noch mit Querdenken, Theorien auch dazu bringt, das Virus und die Angst damit, verbundene Angst damit, zur Ursache des Krebsleidens zu machen. Also Virus, Maske ist Angst, ist Krebs. Das fand ich schon nicht nur eine steile, sondern eine ziemlich absurde These. Ich fahre, aber ich werde in ein paar Tagen wiederkommen, um Joschko zur Rede zu stellen. Was mich nicht loslässt, warum sind manche Menschen so anfällig für diese Heilsversprechen und lassen sie sich auch politisch instrumentalisieren? Das will ich Oliver Koch fragen. Er ist Sektenexperte der evangelischen Kirche in Hessen und beobachtet die Esoterik-Szene seit vielen Jahren. Sein Augenmerk gilt auch den Opfern von alternativen Heilern und denen, die Wissenschaft und Schulmedizin in Frage stellen. Merkt man auch an der Anzahl der anhand der Opfer, dass die sehr aktiv sozusagen die Menschen versuchen, jetzt auch auf ihre Seite zu bekommen? Also die Beratungsanfragen, das kann ich deutlich sagen, sind seit der Pandemie natürlich deutlich nach oben gegangen. Alternative Heilungsangebote, alternative Wahrnehmungen auch von Fakten haben bei der Esoterik schon immer eine Rolle gespielt. Ein großes Institutionen-Misstrauen zum Beispiel gegen Politik, Staat, aber auch Medizin. Die klassische Schulmedizin ist ja schon immer im kritischen Fokus der Esoterik gewesen. Das hat sich natürlich qualitativ nochmal verändert. Das macht natürlich auch was mit Konsumentinnen, mit Konsumenten, die dann vielleicht auch mal reinklicken in so ein esoterisches Angebot, sich das anschauen. Und dann greift irgendwann eben das, was in solchen Angeboten immer greift. Man kommt aus dieser Parallelwelt so ganz einfach nicht mehr raus. Also da geht es dann darum, dass die eine die Pandemie leugnen, Corona leugnen und die anderen in der Familie natürlich eine ganz andere Einstellung dazu haben. Also da geht es wirklich irgendwie um tiefe Gräben, die auf einmal zwischen Familien entstehen. Und das ist schon was, was ich zunehmend wahrnehme. Und diese Gräben ließen sich nicht so einfach schließen, sagt Oliver Koch. Ich will von ihm deshalb wissen, wie man hilfesuchenden Menschen begegnen soll, die gerade in der Pandemie anfällig für esoterische Heilslehren sind.
Also wenn jemand schwer krank ist, dann sind da einfach existenzielle Ängste und man ist in einer Extremsituation seines Lebens. Und da braucht man ganz viel Zuneigung, die man sich wahrscheinlich in so einem esoterischen Milieu erhofft. Oder auch, wenn man vielleicht von der Schulmedizin enttäuscht ist, weil man Angst hat vor einer Apparatemedizin, vor einer Intensivmedizin, vor einer Chemo oder solchen Geschichten, dann kann ich das erstmal verstehen. Und das versuche ich dem Umfeld auch immer klarzumachen, irgendwie, dass das ganz wichtig ist, dieses Verständnis erstmal zu zeigen. Nach meinem Besuch bei Oliver Koch steht für mich nur noch ein letzter Besuch an. Ich fahre noch einmal nach Bischofen. Ich habe als Christian Hartmann unter einem Vorwand noch einmal um einen Termin bei Bernd Joschko gebeten. Wie wird er reagieren, wenn ich ihn zur Rede stelle? Wird er mir überhaupt etwas sagen? Herr Joschko, kurze Frage. Ja. Mein Name ist nicht Christian Hartmann. Mein Name ist Stefan Venator vom Hessischen Rundfunk. Und wie Sie wissen, war ich ja jetzt 3 Tage bei Ihnen zu Besuch und würde Ihnen ganz gerne ein paar Fragen zu diesem Besuch stellen. Aber ich habe erst noch mal eine andere Frage, und zwar, Sie haben die Rechnung noch nicht überwiesen. Das Geld bekommen Sie natürlich. Joschko ist zu dem Gespräch bereit, deswegen zeigen wir ihn unverpixelt. Sie haben mir mehr oder weniger in den 3 Tagen deutlich gemacht, dass wenn ich sozusagen meine Konflikte löse, dass ich dann, dass dann der Tumor nicht mehr wächst bzw. auch weggeht. Theoretisch ist das denkbar und praktisch ist das denkbar. Der Einzelfall ist nicht vorhersagbar, das sage ich immer. Das ist schon so ein Ansatz, wenn man irgendwas in seinem Leben verändert und dann guckt man nach, ob das ist oder nicht ist. Aber wie kommen Sie da drauf? Da gibt es ja gar keine Studien zu. Nee, ich bin auch kein Mediziner und kein Heilpraktiker. Ich brauche auch keine Studien. Ich habe ja selbst diesen Fall erlebt 1998. Ich habe eine Ausbildung gemacht und in der Ausbildung hat eine Frau eine Freundin getroffen und die hat Schnellwachs und Brustkrebs links gehabt. Und dann hat die gesagt, oh, ich mache da gerade eine Ausbildung, wir machen mal ein paar Sessions. Und dann hat die 6 Sessions gemacht. Und dann war ein Termin in Heidelberg in der Uniklinik und der Prof, das wollte eigentlich operieren, hat nichts mehr gefunden. Und dann haben wir gesagt, hoppla, wow, da scheint ja ein Zusammenhang zu sein. Ja, aber das ist doch alles andere als wissenschaftlich. Also Sie leugnen ja, dass Chemotherapie eine sinnvolle Therapie ist. Ja, na klar. Ich bin ja kein Schulmediziner, ich muss an den Unsinn nicht glauben. Ich finde es im hohen Maße unverantwortlich, dass Sie... Ist sehr verantwortlich? Nein, ich widerspreche Ihnen da, weil ich jedem eine Information gebe und der hat die Möglichkeit, sich zur Entscheidung zu informieren. Sie sind wirklich, glaube ich, davon überzeugt, von den Sachen, die Sie erzählen? Ja, logisch. Wenn der Klient nicht einverstanden ist, geht er wieder. Das heißt, ich lebe von den Leuten, die zufrieden sind mit der Leistung, die sie von mir bekommen. Das müssen sie erstmal hinkriegen. Ja. Deswegen sagt Psychotherapeuten nicht hin und auch als Mediziner auch nicht. Ja. Und Sie haben keine Skrupel, dass Menschen möglicherweise eine Chemotherapie, die Sie jetzt vielleicht doch gemacht hätten, nicht machen? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich freue mich darüber, weil ich immer wieder Leute erlebe, dass sie mit einer Chemotherapie sterben. Ja. Okay, alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich fand das frustrierend und ich fand es einfach auch erschreckend, wie überzeugt, wie grundüberzeugt er eigentlich von dem ist, was er tut, von diesem Unsinn, den er tut. Und das noch Erschreckendere, wie ich finde, ist, dass er wahrscheinlich keine Ausnahme ist, dass es noch viele Menschen gibt, die aus voller Überzeugung Menschen in solche Fallen locken und dann auch noch die Pandemie nutzen, um sozusagen ihre Agenda bei ihren Opfern loszuwerden. Allein 600 Esoteriker hat Joschko nach eigenen Angaben ausgebildet, um seine selbst ausgedachte Heilmethode in ganz Deutschland zu streuen. Wie viele Menschen sind dadurch von der Schulmedizin abgerückt und vielleicht gestorben? So wie bei Rieke Gerd Hamer. Ob meine ehemalige Freundin Claudia ohne Heiler noch leben würde, das weiß ich nicht, denn ihr aggressiver Krebs war schon weit fortgeschritten. Aber sie hat mich auf eine Reise geschickt, die mir gezeigt hat, mit welchen Methoden Heiler wie Bernd Joschko arbeiten und wie aggressiv manche vermeintlich sanften Heiler gegen den Staat agitieren.